Sie aber weiss, ist, dass der Preis beim öffentlichen Verkehr in den letzten 10 Jahren stark nach oben gezeigt hat. Und der Preisüberwacher, das ist kein Grüner, der Preisüberwacher hat klar davor gewarnt, vor dieser starken Zunahme. Im Unterschied dazu ist es auf der Strasse ist der Preis pro Kilometer gegenab gegangen. Und diese Tendenz würde man verstärken. Und das ist natürlich auch verkehrspolitisch natürlich schlecht, wenn man das verstärkt. Das führt zu mehr Stau, weil das wird dazu führen, dass die Leute nicht mehr im ÖV sind, sondern zurück auf die Strasse gehen.